Nicolette Sheridan hat die freien Stunden vor ihrem Opernballauftritt am Abend ausgiebig genützt. Das Desperate Housewife trotzte den eisigen Temperaturen und stattete zunächst der spanischen Hofreitschule einen Besuch ab. Generaldirektorin Elisabeth Gürtler plauderte für den Hollywood-Star aus dem Nähkästchen. Die Schauspielerin, die ja selbst Pferdenäherin ist, zeigte sich begeistert. Danach ging es mit einer noblen Limousine auf eine Stärkung ins Hotel Sacher. Ein kleines Mittagessen dürfte hoffentlich die Nerven Sheridans etwas beruhigen, war sie doch ob des Presseansturmes am Vortag völlig eingeschüchtert. Und auch Richard Lugner weiß wohl ein paar Minuten Ruhe sehr zu schätzen. Seine jüngste Sorge ist nämlich eine starke Erkältung, die sich bei Sheridan breit gemacht hat. Den Ball will die Schauspielerin aber dennoch besuchen.